warum ich mir sicher bin, dass wir gewinnen. Ja, klar, weil Belo Horizonte fängt eben dann genauso mit B an wie Berlin, Olympiastadion, und da ist eben dann auch Spiel gegen die Brasilianer. Klar. Also ich denke, dass wir eben dann auch klar gewinnen. Ja, der Neymar ist, glaube ich, nicht dabei. Das ist meine Information, die wir eben dann auch von den Nationalmannschaften auch haben. Weil der Neymar auch noch am Verhandeln ist. Er möchte für den Einsatz eben dann auch gegen uns, glaube ich, ob 580 Millionen. Und ob das der brasilianische Verband eben dann auftreiben kann, ist eben dann auch fraglich. Ja, die anderen Spieler sind eben natürlich dann auch nicht so gefährlich. Oh, klar, Marcello ist jetzt noch beim Friseur. Er lässt sich die Frisur aufpumpen, damit er auch mal einen Kopfball kriegt. Ja, ich bin auch gespannt, ob die Brasilianer eben dann auch mit Torwart spielen diesmal oder wie immer ohne. Ja, klar, es gibt eben im Fußball eben dann auch, sagen wir mal, immer auch den Satz, dass man eben sagt, es gibt keine Kleinen mehr. Aber ist natürlich alles absoluter Blödsinn, weil seit 2014, seit dem 7:1, wissen wir, Brasilien ist ein Kleiner. Ja, klar, die Vorbereitung ist eben von den Brasilianern ist eben dann auch suboptimal, weil sie eben dann nicht im Hotel auch übernachten, sondern im Zoo in Berlin. Neben den Giraffen und den Elefanten wegen der Witterung. Ja, klar, weil eben dann so von der Temperatur, das steht ja im Gewächshaus eben dann auch ein bisschen brasilianischer ist. Ja, ich denke, das wäre eben dann uns zurückhalten. Ja, klar, diesmal. Ich kann mich erinnern, Belo Horizonte kam eben in der Halbzeitpause, kam das Scolari, hat auf Knien gebettelt. Bitte hört's auf, und dann hat er dann zur Mannschaft auch gesagt, so machen wir noch zwei Tore und ist auch gut. Ja, klar, ich denke, dass der Brasilianer auch, sagen wir mal, wenn er eben dann jetzt auch gegen uns spielen muss, auch in Deutschland keine Chance hat. Ja, klar, weil schon allein wegen der Witterung. Ja, der kommt hier hin und wittert, dass er eben dann schon wieder verliert. Das ist mein Tipp, ist 1:12.